Hallo Leute, wie geht's euch? Hier ist Tugendhat und heute habe ich die April-Woodbox für euch. Wie ihr wisst jetzt schon, Woodbox ist eine meiner Lieblingsboxen. Also zwischen Sabi und Woodbox ist immer schwer, die sind die besten. Also das, ich denke, weil die lohnen sich für das, was man zahlt und das, was man bekommt. Die haben eine coolere Sachen, die haben immer Figuren, was viele von den anderen nicht haben. Und das ist das, was mir am meisten gefällt. Thema für diesen Monat ist Ghosts. Also mindestens das, was in der Seite stand. Und ich hoffe, Ghosts, dass mindestens irgendwas von Ghostbusters dabei ist, weil ich liebe Ghostbusters. Also als ich richtig jung war, war eine meiner Lieblingsfilme. Sogar die zweite Teil, ja. So, mal sehen. Es kann auch Anime, es kann sehr vieles Horror kommt selten hier. Bei diesen Boxen, es gibt sogar Boxen nur, wenn ihr ein Horror-Fan seid, dann könnt ihr auch Horror-Boxen abonnieren. Aber hier ist nicht der Fall, außer das ist der monatliche Thema. Oh, gut. Die kamen diesen Monat sogar sehr früh. Also, ich mache so auch so, dass keiner von uns sehen kann. Was ist alles denn? Zettel? Also, das sind die Boxen, die Wood-Boxen, die man, wenn man die umkehrt, also da kann man, die sehen dann richtig cool aus. Also, ein Zettel. Wood-Box. Achso, als Dank für deine Treue werden wir in deine nächste Box ein zusätzliches Produkt legen. Nicht schlecht. Das habe ich sogar, also kriege ich ein Geschenk bei der nächsten Box. Das habe ich sogar als E-Mail schon bekommen. Ja, ein bisschen Werbung müssen die ja machen. Und da ist ja, genau, Ghost. Also da ist die Zettel. Da steht alles, was hier drin kommt, aber das will ich ja nicht sehen. Ich will keinen Spoiler und deswegen lasse ich hier auf die Seite. Also, eine Figur ist dabei, glaube ich. Irgendwas. Stoff, irgendwas lang und etwas klein. Normalerweise kommt auch ein Kinder mit so, aber ich fühle hier jetzt gleich. Ich mache das, was halt mit Stoff ist, als erstes. Normalerweise ist es ein T-Shirt, ja. Bitte sehr. Pokémon. Und weiß. Also, ich schaue gerade Pokémon mit meiner Tochter, die ist sogar noch zu. Ja, das ist bestimmt da gibt es ja Pokémon von Typ Geist. Und das ist bestimmt einer von denen. Ich weiß jetzt nicht die ganzen Namen. Leider ist meine Große, weil sonst würde sich meine Tochter freuen. Alleine das da. Also. Und da ist der Gengar, genau. Also, Gengar ist auch ein Typ Ghost, Ektoplasma, genau. Das ist ein offizielles Pokémon-T-Shirt. Also, da kriege ich Pluspunkte von meiner Tochter, aber für mich ist das nicht so. Und noch dazu weiß. Ich hätte lieber das da als Motiv. Tja, aber cool ist es auf jeden Fall und noch dazu Pokémon und hat mit Thema zu tun. Vielleicht gibt es ja da Pokémon-Fans, die das wollen, also große Elfen. Also, es hat schon mit Thema zu tun, aber ich wusste irgendwas mit Anime oder so, weil da gibt es ja viele Geister. Was soll ich das sagen? Was ist das? Das muss ich sehen, dass irgendwas lang ist. Was ist das? Ah, das ist cool. Von Super Mario. Die Geister, die kleine Geister. Und das ist eine Kugelschreiber. Pen Topper. Die sieht cool aus. Badalon Media, auch offizielles Produkt. Hier steht auch noch Super Mario. Hat auch mit Geister zu tun. Nochmal, jetzt ist es ein Spiel. Aber
Auch witzig. Und die Figur ist auch nicht. Ja, ist schon cool gemacht. Super Mario. Von Super Mario habe ich noch nie was gehabt, glaube ich. Bei diesen Boxen. Jetzt sind nur noch. Ah, da ist der Pin. Tja. Bei den Pins ist bei Woodbox, ich glaube, ihr habt es bei meiner letzten Woodbox gesehen. Die sind hinterher. Also, wir bekommen nicht mehr der Pin von den letzten Box. Also, letzte Box bei Timeless, ihr habt ja das gesehen. Und da bekam ich der Pin von den vor der März-Box, die Invaders war. Und jetzt bekomme ich der für die Timeless. Also das ist die Kennzeichen von DeLorean von Zurück in die Zukunft. Richtig cool. Irgendwann mal mussten die dann zwei Pins senden, weil man muss die von dem jetzigen Monat und die von dem letzten Monat. Aber nee, dieser Monat ist nicht der Fall. Hier steht ja, ich weiß nicht, ob ihr das lesen könnt, April. Wir sehen ja, das ist ja die Mai-Box. Aber richtig cooles Spiel. Bis jetzt das Beste für diese Box. Jetzt nicht die Figur, die Figur lasse ich vielleicht sein. Und. Oh. Pac-Man, die Geister von Pac-Man als Salz und Pfeffer. Wie heißt das aber auf Deutsch? Shakers, Mixers, also. Cool. Man sieht ja, die Box ist auch richtig cool. Pac-Man. Die sind sogar aus Keramik. Und da ist er. Könnt ihr sehen, die Öffnung? Also. Schon cool. Jetzt. Oh nein. Nein. Tja, ich hätte es ja schon hören. Dann muss ich irgendwie reklamieren, leider. Weil, ja, aber mit Keramiksachen ist halt so. Leider, schade. Das ist richtig. Oh. Tja, der wird der blaue. Ja, passiert halt. Ja, bin mit Keramik und Senden Pech gehabt. Dann habe ich halt nur Salz oder Pfeffer. Aber man kann ja da, die haben sehr gute Kunden, man kann ja reklamieren und vielleicht kriegt man das wieder oder irgendeine Rabatt oder so, weil die verkaufen ja auch Sachen. Aber coole Sache und jetzt auch richtig mit Thema zu tun. Und jetzt, es kam noch nichts von Ghostbusters, aber das wäre richtig cool. Boom. Geil. Geil, geil, geil. Ich wusste, da muss irgendwas mit. Und welche ist es? Raymond Stantz. Der Dr. Raymond Stantz. Klar, alle lieben ja Venkman. Aber ich finde die Figur am besten, auch wegen die. Ich mag den sowieso Raymond. Der ist fast der Erfinder von Ghostbusters. Und die Figur mit dieser Brille und die Geisterfängermaschine da ist sowieso noch cooler. Die andere, ich zeige euch jetzt gleich. Wieder. Die anderen, wie ihr sehen könnt, der hat eine Waffe und die anderen auch. Der ist der einzige ohne, wo so einen Geisterfänger hat und geil. Richtig, richtig geil. Also, und das gefällt mir auch sehr. Ihr könnt, wer den Film gesehen hat, damit knickt.
ja die Geister noch besser sehen und die Spuren. Und sehr detailliert. Richtig. Richtig. Da ist der Geisterfänger. Man sieht hier das Ding, Treppe. Und unten und hinten die Maschine. Viele, viele Details. Also sehr, sehr cool. Und normalerweise, ich mag, wie ihr wisst, kein Menschenbob, aber der ist ja von einem meiner Lieblingsfilme aus meiner Kindheit, klar. Geil. Tja, ich wusste, da musste irgendwas mit Ghostbusters und Ghosts. Und ja, Glück gehabt. Also nicht von. Es könnte, und noch dazu als Funko Pop. Es könnte eine ganz andere. Es gibt ja sehr viele andere Figurensammlungen davon. Ich werde jetzt nicht die ganze Ghostbusters suchen oder so, aber schon gut. Ich mache die zwei Geister. Sowieso Slimer. Slimer, ja. Und die erste Geister in die Bibliothek. Auch cool. Also, Dr. Raymond Stantz. Geil. Tja, was sagt ihr? Cooles Box. Also vom Thema schon passt. Ja, bin wie gesagt, ich von, ja, von letztem Mal, aber richtig cooles bin. Das, ja, kriegt meine Tochter oder so. Die T-Shirt ist cool, aber nicht für mich. Und das ist richtig schade, weil das wäre schon was Cooles. Also nerdiges für die Küche, alleine die Box. Mal sehen, ob ich das dann wieder bekomme. Tja, das war klar mein Lieblingsartikel. Deswegen hat sich für mich die Box schon gelohnt. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Und ja, warte kurz. Ich habe ja noch nicht die Zettel gesehen. Ja, für diesen Monat wäre es dann. Wären dann die Geister von Chihiros Reise der Geister. Diese Monster, die fast alles zerstört, aber die Mega-Box wäre auch nicht schlecht. Aber wie ich immer sage, bei Woodbox kann man jedes Mal einer, der Glück hat und das Mega-Woodbox bekommt, das wäre alles dabei. Also in Wert von 2000 Euro Sachen. Wie zum Beispiel ein komplettes PC. Und Hot-Topics-Figuren wie der Geist, der riesige Marshmallow Man von Ghostbusters. Sehr, sehr cool. Leider noch nicht Glück gehabt. Und ja, ich habe schon Videos gesehen von Leuten, die das gewonnen haben. Und die haben es gut. Also, ich freue mich schon mal auf nächstes. Wie gesagt, die Bootboxen sind schon, wenn nicht die besten, dann die zweitbesten. Die zusammen mit Sabi sind schon sehr cool. Und bei Woodbox sowieso sind oft das Pops dabei als bei Z-Boxen und deswegen sind für mich die noch besser. So, bis nächstes Mal. Ich hoffe, ihr habt Spaß bei alles, was ihr macht. Wir sehen uns. Ciao.